So, um was geht's hier? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Küchenmaschine für jeden Gewinner. Was ist das denn? Keine Auszahlung an Gewinner an Minderjährige, bekommt jeder Gewinn Küchen. Jeder Gewinner bekommt eine Küchenmaschine. Habe ich da um Küchenmaschinen gespielt? Wir schauen rein. Musikexpress, meine Damen und Herren, wir bleiben beim Thema. Ja, verstehen Sie mich? Wir bleiben beim Thema. Spinnt der? Bei Musik. Hier bei nun live. Wir spielen jetzt eine Musik ein und Ah. Sie, liebe Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer, müssen dieses Spitzenlied, diesen absoluten Top-Song erraten. Ganz ehrlich, ich sehe aus wie immer, oder? Das ist 15 Jahre, nee, das ist nicht ganz, das ist 10 Jahre her. Das ist 10 Jahre her, sehe ich doch genauso aus wie jetzt, oder? 10 Jahre her, sehe ich genauso aus wie jetzt. Sie werden aber nur einen ganz kleinen, pimmelklein winzig, pimmelklein Pimmelklein? Habe ich Pimmelklein gesagt? Ich glaube, die spinnen. winzigen Ausschnitt hören. Und wir starten, hören Sie bitte genau hin, was ist das, Richtig, meine ich auch Damen ans und Herren, Entertainment. für Achtung! ein Top-Song? Ich höre Also, jetzt rein. los. Was war das denn? Nur so wenig? Boah, die haben es aber schwer gemacht. Mon Live hat es aber schwer gemacht. War es 10 Kilo leichter? Twitch D1, hör auf damit. Lass es. Der spinnt, ne? 150 Euro. Da gab es bei mir mehr. Wie heißt der Song? Ein Bett im Kornfeld. Ja. Wow! Respekt! Das Hemd habe ich übrigens immer noch. Das können wir das nächste Mal mal spielen. Nummer. Den, 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 den. Nummer. Bibi Langstrumpf, weiß doch jeder. Man. Danke, Das. Fitzspritz. Dankeschön, Fitzspritz. Ganz ehrlich. Was ist Schmeckt das? lecker. Barbarasaftschorle. Barbarasaft. Rhabarbersaft, so. Ganz ehrlich, ich bin nass geschwitzt, gell? Zugeschlagen. Wer ist am Telefon? Hier ist Heinz, hallo. Heinz. Wer kennt ihn Heinz, nicht? hättest ja mal beim Gurgeln auch mitmachen können. Strapsenmädchen. Wer hat das geschrieben? Milchhonig. Strapsenmädchen. Bibi Langstrumpf. Du konntest schon immer gut tanzen, Portas. Dankeschön. Ja, deine Beef-Routine-Darbietung war exzellent. Ja, So, Dankeschön. Heinz, jetzt pass auf. Das Ding ist Gleich knüppeldick. API. Es ist ein Brooke Hawkins ist Titelsong. in Es ist Dortmund. ein reiner Titelsong. Ja. Weißt du, verstehst du das? Jawohl. Und da musst du das wirklich, das musst du auf den Punkt treffen jetzt, das Ding, ey. Echt jetzt. Das musst du echt, da musst du jetzt voll den Volltreffer, musst du echt haben jetzt. Okay, Heinz, bist du soweit? Ja, schau Okay, dir einmal Heinz. an, gell? Okay. Pippi Langstrumpf. Pippi Langstrumpf ist richtig. Klasse. Klasse. Super. Bam, 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 bam. Ja, mein Redakteur sagt gerade, meine Ausdrucksweise ist wieder so böse. Die Zuschauer beschweren sich dann wieder. Ich habe gesagt, Pipi. Aber es liegt nur daran, dass ich sternhageldicht bin. Wie bitte? Ich distanziere mich davon. Wir müssen Wein getrunken heute Abend. Glühwein. Oder Weihnachtsmarkt. Reiner Weihnachtsmarkt. Hab ich Glühweinwurst gegessen. Glühweinwurst. Spinnt er? Glühweinwurst. Was ist denn Glühweinwurst? Aber ich kann mich daran erinnern, es gab wirklich Glühweinwurst. Es gibt auch bei uns in Hessen Handkäs-Bratwurst. Handkäs-Bratwurst und grüne Soße-Bratwurst. Gibt es auch bei uns hier. Aber Glühwein-Bratwurst? Uiuiui. Glühweinwurst. Glühweinwurst. Übrigens wird es ein T-Shirt geben, bodenlos. Ja. Wann Wir kommt machen es weiter. raus? In 4 Monaten? Nächste Woche, ich bin dran. Verstehe. Bitte entschuldigen. Entschuldigung. So, wir kommen zur nächsten Runde. Selbstverständlich, Freunde. Was wollen wir trinken? Ja. Also ich möchte mich davon distanzieren, ich meine es ganz ehrlich, die Moderation von damals war bodenlos, Punkt 1. Punkt 2 habe ich mit diesem Typen, der da gerade die Faxen macht,
so ziemlich gar nichts zu tun. Das Einzige, was ich oder was uns verbindet, also dieser Typ und mich, ist rein optisch, sage ich mal, eine gewisse Ähnlichkeit. Aber ich habe sonst mit diesem Typen nichts zu tun. Nein, war ein kleiner Spaß, meine Leute. So, nächste Runde, Achtung. Es gab auch immer nur Wasser zu trinken oder Apfelsaftschorle. Und ich habe in den meisten Fällen in diesen Sendungen Apfelsaftschorle getrunken. Literweise. Wir hatten so einen Nebenraum, da standen kistenweise bis unter das Dach, kein Scherz. Cola, Wasser, Fanta, Apfelsaftschorle. Und ich wollte immer Apfelsaftschorle. Die Nase verbindet euch, würden die Hater sagen. Kotmaschine. Morg von Org. Von Glühweinwurst gibt es auch einen genialen Remix. Ehrlich? Kannst du mir den mal reinposten, Real Morg von Org, bitte? Meine Damen und Herren, heute mal eine Show bei Quizzo ein bisschen anders. Ein bisschen verrückter, ein bisschen mehr Spaß, ein bisschen mehr... Verstehen Sie? Ein bisschen mehr... Verstehen Sie? So, wir haben das nächste Spiel, meine Damen und Herren. Herr Wilde. Selbstverständlich. Max, du geile Sau, spiel nur hier raus, Fenne. Grüße. Das war übrigens Martin in der Regie. Wieso hast du nicht beim Gurgeln schon angerufen? Hab ich. Hast du? Achso, bist nicht durchgekommen? Genau. Ich hab schon gedacht, ich muss sterben. Wie heißt der? Hier ist der... 100, 200 Euro. Wenn Sie also da Tobi. Draußen sitzen und eine Lösung haben... Ein Tier. Sollten Sie es vielleicht mal probieren, wenn Sie denn eine haben. Es könnte nicht gut sein, dass Sie mich da gar keine Lösung haben. In der Mitte muss ein Tier und vorne ist ein W und hinten ist ein L. Hä? Esel. Esel? Nee. Dann wird es ja Wesel heißen, mit Doppel-L hinten. Schlange. Morg von Oxa schon. Sorry, wollte ich da nicht angehen jetzt. Ja. Nein, das ist falsch. Also, was kommt raus? Keine. Elefant? Nein. Elefant, Fabian, du sollst ja auch keine Lösung vorsagen. Hier, Russia schreibt 29. Affe. Wal kann es nicht sein, weil da müsste der Aal rein, dann müsste es Wall heißen. Aber Affe. Ja, Affe kommt rein. Affe. Affe ist richtig. Affe ist richtig. Trier. Tracker mich ja, Trier. Affe mit Waffe. Ja, Affe ist richtig. Hoppala. Hallo, mein Lieber. Alles Stammzuschauer heute. Ein Fest. Das Remix-Video ist nicht mehr online. Ah, okay. Nimm den Affe. Der Affe. Und dann kommt raus Waffel. Oh. Affe ist richtig. Wie gefällt dir unsere Show? Frag ich heute noch, gell? Frag ich heute noch, Chat. Wie gefällt euch eure Show? Was haben wir noch live früher gesucht im TV? Was habe ich noch live früher gesuchtet im TV? Russia 29, völlig zu Recht, wie sagen wir das? Ja, heute machen wir ein bisschen Spaß. Mhm. Herzlichen Glückwunsch zu 200 Euro und eine Kaffee und eine Küchenmaschine. Ja, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Bonanza Lorenz 93. Genauso blöd bin ich. Herzlichen habe ich gegönnt. Grüße auch. Meine Damen und Herren, sag danke, ich eigentlich die danke für den Zeit. Support. Wie bitte? Weil du nicht der Intelligenteste bist. Weil ich nicht... Den rufe ich jetzt an. Nicht der Intelligenteste. Das ist der Martin, ich rufe ihn jetzt an. Das ist der alte Redakteur. Warte ganz kurz. Das ist der Martin. So, Ruhe. 22.17 Uhr. Ja, kann ich noch anrufen. Der ist noch. Ruhe. Das ist der Redakteur, der mit mir damals die Sendung gemacht hat. Es könnte jetzt auch sein, dass der mich komplett beschimpft jetzt. So, Ruhe. Könnt ihr hören? Ach, Quatsch, warte mal. Hallo, wer ist da? Hier ist der Max Schradin. Wer ist es, oder? Mein Name ist... Das ist ja bodenlos, sag mal, du. Ich glaube, es hackt. Ich bin live auf Twitch bei 1500 Zuschauern. Egal, was du jetzt sagst, es hören sehr, sehr viele Menschen. Also hör auf, mich zu beschimpfen oder zu beleidigen. Ich würde ganz kurz dich nochmal anrufen wollen. Wir schauen gerade ein neues Live-Video. Das war damals ein Fernsehsender, bei dem du gearbeitet hast. Ich weiß, du willst dich jetzt da rausreden.
Und wir machen gerade ein Reaction-Video bei Twitch. Sagt dir alles nichts, ist auch völlig egal. Ich würde dich ganz kurz unter einer Nummer anrufen in einer Sekunde und das Ganze über die Leitung hier live ins Fernsehen stellen. Also, es klingelt in einer Sekunde dein Telefon, okay? Und dann gehst du einfach nochmal dran und tust so, als hätten wir noch nicht vorher gesprochen. Also, ich kenne dich nicht, oder? Doch, du kennst mich schon. Also, die Leute können ja schon zuhören, aber ich werde jetzt über eine Telefonanlage dich anrufen, dass der Chat dich noch besser verstehen kann, okay? Ja, der kann aus dem Nähkästchen erzählen, ich schwör's euch. Der war nämlich von Anfang bis Ende da. Es war der Beste überhaupt. Ja, hallo? Martin, herzlich willkommen bei mir, bei 9Live 2.0. Du bist in der Show. Wow. Pass auf, wir haben Quizzo. Wir reacten gerade ein Quizzo-Video mit den Zuschauern. Es sind so 1500 Zuschauer gerade da. Also pass auf, was du sagst. Und du hast mich beschimpft. Also du hast in diesem Video gesagt, on air ins Studio hast du reingerufen, ja Max, du bist ja auch dumm. Weil ich habe gesagt, wir haben ein Wort gesucht bei Quizzo, W am Anfang und L am Ende. Und in die Mitte musste ein Tier. Also W am Anfang, okay. L am Ende und es war Affe. Also sollte Waffel dann. So, das waren damals die schwierigen neuen Live-Spiele. Und dann habe ich zu dir gesagt, Regie, ich weiß es nicht. Und dann hast du reingerufen, ja, du bist ja auch dumm. Okay. Und ja. da wollte ich dich einfach fragen, warum erstmal? Und ob nicht jetzt auch mal eine Entschuldigung einfach auch mal angebracht wäre nach 10 Jahren? Nee, also eine Entschuldigung gibt's nicht. Wie bitte? Weil du ja dumm warst oder dumm bist. Ich glaube, der hackt's. Das kannst du doch nicht sagen. Weißt du, wie viele Leute zuschauen? Oder? Ja, aber Moment mal. Ja, fast. Also, weil es sind hier mehrere tausend. So, jetzt schreibt der Chat. Hahaha, jetzt lachen sie alle. Ja, jetzt lachen. Du bist der Einzige, der mich beschimpfen darf. Der ganze Chat, der verehrt mich. Es gibt Fans, die wollen mich treffen. Verstehst du? Autogrammkarten, T-Shirts und so weiter. Da kannst du nicht sagen, dass ich dumm bin. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn sie wüssten, wie du wirklich bist, dann würden sie das gar nicht wollen. Wie bin ich denn wirklich? Wir müssen kurz was erzählen. Es war folgendermaßen gewesen. Wir waren auf einer Privatparty gewesen, der Martin und ich. Und dann bist du, das war im dritten Stock, und dann hast du aus dem Fenster gepöbelt. Und dann kam die Polizei. Und dann bist du die Treppe gestolpert. Dann bist du die Treppe gestolpert und bist runtergefallen. Und am nächsten Tag hast du gesagt, ich hätte dich geschubst. Ach nee, das war gar nicht. So ähnlich war das schon. Also hat mich die Treppe runtergestürzt. Ich hab grad, es war eine Treppe bei ProSiebenSat.1. Bei ProSiebenSat.1. Ja, genau, das ist richtig. Und da bist du runtergefallen, die Treppe. Ja, da bin ich nicht runtergefallen, weil ich einfach runtergefallen bin, sondern weil du mich runtergeworfen hast. Okay. Das lassen wir mal ganz kurz so stehen. Dann habe ich hier noch auf dem Zettel stehen, Martin. Wir haben mal besoffen eine Sat.1 Late Night. Wie hieß die Sendung bei Sat.1? Ich habe es wieder vergessen. Quiznight. Ich hätte angeblich betrunken einmal die Quiznight moderiert. Ja. Also beim Sommerfest. Kann ich jetzt nicht so wirklich bestätigen, aber könnte hinkommen. Aber sonst war ich relativ nüchtern. Ne? Ich trinke ja wenig Alkohol. Wer war damals dein Lieblingsmoderator bei Quizzo? Ja, gut, da gibt es mehrere, aber du schon, so ein bisschen. Ja, ich war's. Und Anna Hesch. Und Anna Hesch und Thomas Schürmann. Nee. Thomas Schürmann, nein. Thomas Schürmann doch nicht. Also ich, es geht ja nur um Moderatoren. Anna Hesch und ich würde ich da gelten lassen. Ja, okay, das ist okay. Passt. Ja. Und wie geht's dir sonst so? Bist du noch zu Hause? Also bist du zu Hause oder wo treibst du dich rum? Ja, ich bin. aktuell, du überraschst mich ja jetzt hier. Ja, ich bin zu Hause. Ja. Aber aktuell bin ich natürlich bei einem anderen Sender unterwegs. Bei welchem Sender? Du darfst Namen nennen. Ja, wir verkaufen gute Produkte. Im Fernsehen? Ihr verkauft im Produkte Fernsehen. Im Fernsehen? Was sind das für Produkte? Zum Beispiel? Kosmetik, Klamotten, alles Mögliche. Ich gebe einen Tipp ab. 1, 2, 3 TV. Nicht wirklich. Gehört zu den besten Teleshopping-Sendern in Deutschland. Absolut. Ja. Und du bist jetzt bei HSE. Sagst du jetzt. Ja, ist aber auch ein sehr, sehr guter Sender, sage ich jetzt mal. Absolut. Freundliche Moderatoren, coole Produkte, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, sage ich mal. Ist natürlich bei 123 TV ein bisschen günstiger, sage ich jetzt mal. Bei 123 TV sind die Preispunkte ein bisschen günstiger, sage ich mal. 123 TV ist, sage ich mal, der
der Tengelmann unter den Teleshopping-Sendern und ihr seid der Rewe. Kann man das so sagen? Das sagst du jetzt. Okay, alles klar. Ich merke schon, du bist ein bisschen vorsichtig, ne? Mit dem, was du sagst. Ja, nee, also keine Ahnung. Ja, klar, 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 klar. Ich weiß auch gar nicht, ob das wirklich jetzt du bist am Telefon, weißt du? Mein Name ist Max Schradin, ich bin geboren am 12. April 1987. Nee, bist du nicht 78. Ey, wenn du das noch einmal sagst, knallt's hier. Ja, okay. Sag mal, ich glaube, du hast einen Knall. Ich habe meine Zuschauer darauf getrimmt, dass ich 36 bin. Jetzt kommst du so. Ja, 36, keine Ahnung. Was rufst du mich überhaupt an? Ja, weil wir gerade das Video hier reacten und ich habe gerade Quizzo das Video hier bei Twitch und dann hast du mich beschimpft und habe gesagt, so, den rufe ich jetzt mal an. Ich rufe jetzt auch gleich Jürgen Mitzke an. Weißt du, du rufst mich ja nie an und jetzt rufst du mich an und jetzt soll ich irgendwas sagen. Ja, wegen der Show. Wieso rufe ich dich denn nie an? Ich hab schon auch nochmal... Du rufst mich ja irgendwie nicht so oft an. Richtig, aber ich rufe, wenn ich anrufe, rufe ich an. Das ist richtig, aber ist ja auch eher selten. Ja, wollen wir das mal ändern? Wollen wir mal sagen, wenn ich das nächste Mal in München bin, nächste Woche, treffen wir uns? Ja. Oder willst du jetzt nicht mehr? Ja, weiß ich nicht so richtig. Pass mal auf, ich bin jetzt hier. Ja. Auf Twitch gehe ich jetzt mal kurz. Ja. Um das zu checken, ob du das bist. Ja, maximal schon. Du musst aber den Twitch-Kanal leise machen, sonst gibt es eine Rückkopplung wie damals bei Non Live, weißt du? Die Deppen, die dann angerufen haben und das Telefon und den Fernseher so laut hatten, weißt du? Wo du die immer beschimpft hast, die Anrufer. Die Idioten sollen das leise machen und so. So hast du immer gesagt auf mein Ohr. Auf mein Ohr hast du gesagt, der spinnt ja wohl und so. Kannst du dich an den Anrufer erinnern? Pass auf, kannst du dich an den Anrufer erinnern? Das war so mit die letzte Quizzo- oder Planet-Sendung mit mir, wo noch, da war die Alida auch mit dabei und dann kamst du runter und da warst du mitgemacht und dann kam ein Anrufer, der hat so ein bisschen gestöhnt und dann, ihr macht mich so geil und so und dann hast du da voll mitgemacht und so in der Live-Sendung. Ja, jetzt habe ich dich. Ich habe dich auf Twitch. Ja, siehst du? Hast du gerade Bitch gesagt? Nee, Twitch. Nee, also ich weiß es natürlich noch. Das Video gibt es ja auch noch bei YouTube. Ja, gibt's noch. Das war legendär. Das war's. Also weil der Chat gerade fragt, es ist tatsächlich der Originalproducer, der Originalredakteur dieser Sendung. Also jetzt habe ich ja auf Twitch auch, ich sehe es jetzt auch, ich höre mich auch. Ja. Und jetzt glaubst du es? Jetzt glaube ich es, ja. Und warum musst du so viel räuspern? Rauchst du noch? Weil du hast ja damals auch immer Zigaretten geraucht. Nee, ich habe aufgehört zu rauchen. Ja. Und genau. Und klasse. Jetzt, ganz kurz Applaus, warte. Applaus. Finde ich gut. Aber was ich jetzt irgendwie so, jetzt wo ich dich habe, ja, okay, ich weiß, du redest da und so, keine Ahnung. Ja, ja. Was ich irgendwie unschön finde, letztens wollte ich in die Twitch-Sendung mal reinkommen, da wurde ich nicht reingeschalten, das war unschön. Ja, das war unverschämt, wolltest du sagen, unverschämt? Nee, unschön. Ja, aber jetzt habe ich dich ja reingenommen. Ja, okay. Und wie läuft es so bei Twitch bei dir? Ja, wär's gut. Ohne Scheiß. Ausgesorgt. Ja, wär's gut. Aber ausgesorgt. Du machst jetzt hier Gewinnspiele so ohne, kann ich gewinnen? Ja. Wir haben ja schon Gewinnspiele gemacht heute. Ich habe ja richtig hier mit Hot-Button und Telefonnummer. Weißt du, welche Telefonnummer ich habe? Ja, habe ich glaube irgendwie letztens schon gesehen. Hast du mal gesehen? 015-15-144-99. Weltklasse. Und soll ich dir was sagen? Der Anruf kostet nichts. Ja, das ist toll. Super. Und dann kann ich trotzdem Geld gewinnen. Ja, guck mal hier. Eine Vase voller Geld. Wenn du errätst, wie viel Kohle da drin ist, dann gehört dir das komplette Geld in der Vase. Weil Vasen, wie waren das? Wow. Die Vasen sind ja auch öfters mal kaputt gegangen bei mir, ne? Ich habe ja auch mal Vasen an die Wand geschmissen. Ja. Also was würdest du tippen? Hier sind 1-Euro-Stücke und 50-Cent-Stücke drin. Was würdest du tippen? Wie viel ist hier drin? Ja, puh. Hat der Zuschauer auch gesagt. 330 Euro? Ja, 503,50 Euro. Sind drin. Und hättest du das jetzt gesagt, hättest du die Kohle bekommen? Ja gut, leider nicht. Nee, ja, leider nicht. Warte mal ganz kurz. Ich habe alle Sounds da, merkst du, ne? Ich habe alle Sounds da von damals. Ja, hab ich letztens schon gehört. Ich war schon mal dabei bei Twitch. Ja. Und dachte mir auch, geil, ja, wie früher halt so. Wie früher? Das ist dieses Ambiente von damals, weißt du, habe ich gedacht, komm, ich mache das jetzt, aber halt fair. Also, sagen wir mal so, fairer, sage ich jetzt mal, fairer als sonst. Fairer. Okay. Wir waren ja auch fair. Wir waren super fair.
Es gab sehr, sehr viele Gewinne. 1 Million Euro Monat für Monat haben wir rausgespielt. Richtig. Richtig. Und bei uns ist auch viel rausgegangen. Ne? Porsche haben wir rausgespielt, Autos haben wir ausgespielt. Absolut. Und wir waren immer Primetime. Ne? Wir waren so das Team für die Primetime. Genau. Darf sich niemand beschweren. Nee. Und dann haben wir Dreiecke gespielt auch manchmal. Dreiecke. Ja. Ja, auch. Mit Ray. Mit wem? Ray, natürlich, natürlich, natürlich. Ja, ich mache Twitch und ich bin bei wir24.tv auch, ein Fernsehsender. Ah, mach, super, habe ich gesehen. Mach eine Talkshow da auch jetzt. Eine Talkshow? Ja. Talkshow. Was talkst du denn? Also, zum Beispiel Maximal Schradin. Ja? Mhm. Maximaler Talk heißt das. Maximaler Talk heißt die eine Sendung. Und dann heißt noch Max kocht. Also, maximal kochen auch. Mit einem Sternekoch zusammen. Und dann trinken wir Wein wie Biolek, also hauen so eine Flasche weg in einer halben Stunde und haben Spaß. Das ist sehr witzig. Im August bin ich auf der Gamescom, auf der großen Gaming-Messe in Köln, mit dem Kamerateam und mit dem Mikrofon. Und weißt du, was wir spielen? Hm? Ja, nein. Mit den ganzen Streamern spiele ich Ja, nein. Ja, das ist gut. Ja, das sind alles Dussels. Die sind alle hier, nie, weil sie die ganze Zeit vorm Computer hängen, weißt du? Und dann spiele ich mit denen Ja, nein, immer so im Fuffi, Ja, nein. Und dann verkacken die natürlich, weißt du? Weil ich bin ja geschult. Ja, das und weißt du, was ich dann noch mache? Soll ich dir sagen, was ich dann noch mache? Ich lasse die Leute innerhalb von 60 Sekunden ein rohes Toastbrot essen. Und wenn sie es schaffen, kriegen sie 100 Euro. Ja, gut, das kennen wir ja schon, ne? Das kennen wir, das ist klar. Das ist schwierig, aber es geht. Es kann gehen. Du warst immer mein Lieblingsproducer, also mein Lieblingsredakteur, das weißt du. Und würde mich freuen, wenn wir mal wieder uns treffen würden. Ich bin nächste Woche am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag in München. Und hast du da nächste Woche Zeit? Ja, habe ich frei. Ich werde mich melden. Bin ich gespannt. Das werde ich machen. Und wie findest du, sehe ich aus? Also habe ich mich ein bisschen gehalten, so im Vergleich zu den letzten 10 Jahren? Ach Martin, hör doch auf. Warte mal ganz kurz, wir hören mal ganz kurz rein. Wir hören mal ganz kurz in deine Stimme rein. Und zwar hast du hier was gesagt. Warte mal, wir hören mal ganz kurz gemeinsam rein. Achtung, Ruhe bitte. Wieso, meine Damen und Herren, sage ich eigentlich die ganze Zeit Kaffeemaschine? Kann mir das eine... Wie bitte? Wie bitte? Weil du nicht der Intelligenteste bist. Weil ich nicht der Intelligenteste bin, meine Damen und Herren. So, Martin, hast du gehört? Du hast erst gesagt, weil ich dumm bin und dann, weil ich nicht der Intelligenteste bin. Das ist ja quasi dasselbe. Nee, das Ding ist halt das, also du hast dich gar nicht so ungeil gehalten. Ja. Diese graue Haare an der Seite, ne? Nee, das ist der Spiegel. Halt. Nein, das ist Spiegel von dem Licht hier. Ich habe ja hier Studiolicht, das ist ja pervers, was hier passiert. Und bitte telefonier mit mir übers Telefon und nicht über den Stream. Du machst denselben Fehler wie die dusseligen neuen Live-Anrufer. Ich mach das leise. Aber trotzdem muss ich sagen, ja, du hast dich ganz gut gehalten, sage ich jetzt mal. Ja. Aber halt so die grauen Haare irgendwie an der Seite. Du könntest halt irgendwie besser aussehen, wenn du halt nicht so die grauen Haare hättest. Ja, aber das sind ja nicht grau, die sind ja nur angestrahlt vom Licht. Nee, das glaube ich, das eine Lüge ist halt so. Guck mal, der Norman Magulay, Alter, als Beispiel, der sieht halt richtig krass alt aus, so mit den grauen Haaren. Also wir waren ja auch mal jung und sowas, ja? Warte mal ganz kurz, Martin, ich habe einen Vertrag mit Fritz Spritz. Meine Damen und Herren, Fritz Spritz Rhabarbersaftschorle ist die leckerste Saftschorle für den Sommer 2022 auf Eis. Das allerleckerste. Kauf bitte ab sofort aus dem Hamburger Unternehmen Bio-Rhabarbersaftschorle von Fritz Spritz. So, danke. Hab doch Sponsoren, weißt du, die zahlen mir Kohle. Muss ich ab und zu mal in die Kamera halten. Normal ist zum Beispiel Botzen hässlich. Der ist klein und hässlich. So. Ja, es ist so. Thomas Schürmann Ich kann nur sagen, bei Norman war es halt so, wo ich den letztens gesehen habe, so denke ich mir so, okay, er ist ja auch noch ein paar Jahre jünger, so als du und ich. Richtig, richtig. Und er ist halt wirklich alt, so. Ja. Das ist eben so. Aber. Und du hast dich gut gehalten und der Thomas Schürmann hat sich auch gut gehalten. Und bei dir denke ich mir halt, warum wechselst du, oder warum hast du nicht zu uns, warum bist du nicht zu uns gekommen? So. Zu HSE? Ja. Ja, ich gehöre zu den 3 besten Teleshopping-Moderatoren Deutschlands. Das ist Fakt. Da gab es eine Umfrage von mir. Ich habe eine Umfrage gemacht und habe mich selber befragt. Und ich bin in die Top 3 der wirklich erfolgreichsten und besten Teleshopping-Moderatoren. Und
HSE24, HSE24 wollte, hörst du jetzt meine Stimme? Meine Stimme ist jetzt geändert. Hoppala. Ja, höre ich. Ja, ja, die hört sich jetzt anders an. HSE, ich habe mich bei HSE nicht beworben. Weil, weißt du? Du willst ja irgendwann auch mal was anderes machen. Da müssen sie ja betrunken sein. So, Wochenschau. Okay, warte mal ganz kurz. Wochenschau am Mittwoch. Also, du willst ja irgendwann was anderes machen. Ich will ja auch die großen Shows jetzt. Weißt du, deshalb, ich bin. Das, bitte? Nichts. Ja. Weiter. Deshalb weiter. Bin ich jetzt bei WIR24. Das ist ein sehr, sehr cooler Fernsehsender, wo ich eben Talkshows machen kann, wo ich mit dem Kamerateam auf die Straße gehen kann, die Leute so ein bisschen, ne, so ein bisschen Straßenspiele auch machen kann. Straßenspiele. Wie damals. Mhm. Und dafür bin ich ja prädestiniert. Ich habe ja ein gewisses Talent, Menschen zu unterhalten. Auch. Mhm. Das sagen ja viele. Sag ich mal. Okay. Ja, ist das okay für dich? Ja. Kannst du das unterschreiben? Ist okay für mich? Ja, kann ich auf jeden Fall. Hast du schon einen Ehrenhabig? Siehst du den? Den habe ich schon gesehen, dass es den gibt, aber den habe ich noch nicht, nee. Den habe ich doch nicht. Geil, Wortspiel. Pass mal auf, der Ehrenhabicht. Kennst du noch die Entstehung von Habicht H2H? Nee, nicht wirklich. Wirklich nicht? Nee. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ganz viel vergessen. Nee, du hast es verdrängt. Du hast ein Seminar besucht. Vergessen. Nein, du hast ein Verdrängungsseminar gemacht und du warst in psychologischer Behandlung, weil du gesagt hast, ich möchte mit diesem bodenlosen Schmutzbodensatz nichts mehr zu tun haben. Und deshalb, genau so war es. Und deshalb hast du es verdrängt. Und eigentlich hätte ich gar nicht anrufen dürfen, weil ich dich jetzt wieder so zurückhole in dieses, weißt du, in diese Show, in diese Show von damals. Ja. Quiso die Show. Du hast immer gesagt, Quiso die Show. Ja, ja, das ist richtig. Sag noch einmal. Ja, Quiso die Show. Geil. Aber jetzt muss ich kurz noch mal eins sagen, wenn ich so eine Plattform habe hier so. Ja. Und schauen da so ein paar Leute noch von früher zu? Ja. Oder sind das irgendwie Leute, die gar nicht... Ey, ich glaub mir, pass auf, Max. Ich habe mit ganz vielen Leuten irgendwie so in den letzten 10 Jahren bin ich jetzt nicht mehr dort, ja. Und die kennen Neuen Live gar nicht. Ja. Bei mir ist es so, dass ich auf YouTube noch so ein bisschen stattfinde mit Videos von damals. Und die Leute sprechen mich nicht an von Neuen Live, sondern die sprechen mich an von den YouTube-Videos. Du bist doch der von YouTube. Du bist doch der mit Habicht und so. Und das ist das Einzige, weil YouTube ist nicht vergänglich, sag ich mal. Und das schauen ganz viele junge Leute. Und deshalb haben sie es so im Kopf. Bei mir aber im Stream ist es so, jetzt schreibt zum Beispiel Portas, ich kenne ihn von Neuen Live noch. Zu geil. Also der feiert dich gerade, weil er dich noch kennt. Öfters auch mal reingesprungen hast. Ja, okay. Morg von Org. Ich lese auch gerade, ja klar. Na, Morg klar, von Org. Okay. So, jetzt pass auf, Trucker Micha zum Beispiel auch. Master of Sun. Also wir haben Miss Minna. Es sind ganz viele im Chat mit dabei, fahr bitte schnell auch. Die haben noch Neuen Live geguckt und feiern das jetzt, dass ich so ein Revival mache, 2.0. Weißt du, was ich meine? Klar. Und ich hole das zurück. Ich hole Neuen Live zurück zu Twitch, sozusagen. Okay, super. Ja, Morg von Org, super. Finde ich cool, dass er dabei ist. Ja, Morg von Org ist cool. War immer dabei, ja klar. Morg von Org war immer dabei, immer auch ein bisschen kritisiert und so, aber immer okay. Absolut. Okay, immer fair, immer gut. Und mit Morg von Org bin ich gut. Morg von Org hat schon mal mir 25 Euro gespendet. Vor 4 Wochen oder vor 3 Wochen hat er hier 25 Euro reingeballert und dann Donations und hat abonniert und bam, bam, knallt da richtig Geld rein hier in meine Show. Okay, hallo Martin, cool. Guck mal, Morg von Org schreibt, hallo Martin, ich mach doch nur Spaß. Guck, Martin der Geile, cool. Guck mal, hier, jetzt Real Benderka, Martin der Geile. So, jetzt, das sind Fans auch von dir, merkst du? Ja, okay, cool. Das ist geil, finde ich gut. Ist geil. Also, dicke Geldpakete gab es immer. Ich möchte gar nicht länger nerven. Also, schön, dass du am Telefon warst. Ich rufe jetzt nochmal Milski an. Nein, lass mich doch noch ein bisschen. Ach so, gut. Dann erzähl doch mal so ein paar Karlauer von damals. Für alle, die gerade eingeschaltet haben, wir haben einen der Chefredakteure von Neuen Live bei uns live im Studio. Martin S. Punkt. Wir werden keine Nachnamen nennen. Und jetzt erzähl doch mal, wie war das so, mit mir zusammenzuarbeiten? Wie war das so? Also gut, ich muss ja wirklich sagen, als ich angefangen habe, dort 2002 oder 2003 oder sowas, keine Ahnung. Du warst einer der Ersten. Du warst noch vor mir da. Ja, ich war vor dir da. Und dann muss man wirklich sagen, dass der Stradin
halt einfach ein schlechter Moderator war. Bist du bescheuert? Sag mal, ich glaube, dir hackt's. Du wolltest, dass ich Geschichten erzähle. Ja, aber doch keinen Scheiß. Ich war von Anfang an der Beste. Jetzt warte doch mal erst ab. Was ich erzähle, wird vielleicht noch gut. Ja, jetzt hau mal einen raus. Genau, und dann hat Neun Live und Sonnenklar TV, haben ja zusammen gehört, so mehr oder weniger. Ja. Der Euvia-Treffel. Euvia-Treffel. Und dann war der Max Rodin irgendwie halt so bei uns mal, bei Neun Live. Dann habe ich alles weggeballert. Stimmt nicht mal, Markus, Max. Entschuldigung? Und dann war das eher so mittelmäßig, was er abgeliefert hat. Das stimmt und überhaupt hat damals, nicht. Das stimmt auch. In meiner Probewoche habe ich Pronto gemacht, am Nachmittag um 15 Uhr oder um 16 Uhr. Mhm. Und ich habe die stärksten Zahlen des Jahres gemacht. Also die meisten Anrufer. Alle, die jetzt zugucken, das ist eine Lüge, ja. Oh, du Schwein! Du Schwein! Glaspenis! So, und dann hat damals mein Redaktionsleiter gefragt, hey, wie findest du Max so? Wer war das? Wer war der Redaktionsleiter? Vorname? Ist egal. Wie? Dann habe ich halt gesagt, ja, ich finde ihn irgendwie scheiße. Und dann hieß es so, ja, okay, war das der Dirk? Hat es der Dirk gesagt? Nein. Weil mit dem Dirk bin ich jetzt so. Mit dem Dirk. So ja, bin ich. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Dirk ist der Beste. Ohne Scheiß, der beste Mann. So, und dann hat auf jeden Fall der AP kommt noch heute. Ist egal. Ja. Auf jeden Fall hieß es dann irgendwie der Scheiße und wurde ich gefragt, so findest du ihn? Habe ich auch gesagt, ja, Scheiße. Boah, und dann kam ich erstmal zurück nach Ludwigsburg zu Sonnenklar TV. Ja, da haben sie mich wieder zurückgeschickt. Weißt du ja noch. Ja, das weiß ich noch. Da habt ihr mich zurückgeschickt. Aber ich war trotzdem der Beste, aber ihr wolltet mich irgendwie aus politischen Gründen nicht. Und dann. Ja, da warst du schlecht und dann warst du in Ludwigsburg und da hast du ja auch Folgen gemacht. Auf jeden Fall warst du richtig scheiße. Sag mal, wie oft willst du das eigentlich noch wiederholen? Ja, sag ich jetzt halt. Nach Ludwigsburg zurückgeschickt. Richtig scheiße war der Typ. Und dann irgendwann mal hieß es, ja, okay, da kommt zum neuen Live zurück. Und dann war's der. Weißt du, warum ich zurückgekommen bin? Weil ich bei Sonnenklar TV alles weggebummt habe. Alles. Der Ray und ich, wir haben Spiele gespielt, die ihr uns dann geklaut habt, weil die haben wir uns ausgedacht. Ja, und das weiß ich schon. So, und es war richtig geil. Und dann kam ich. Und dann kam ich von Ludwigsburg nach München 2004. Und dann, ab jetzt darfst du erzählen, was ist dann passiert? Schradin is back. Also, wenn du es willst, dass ich so. Aber dann musst du wirklich sagen, du warst sehr gut, hast sehr gut unterhalten, ja. Hast auch die Leute sehr genervt. Nein, ich habe sie positiv genervt. In den Bann habe ich sie gezogen, in den Bann. Also nicht die Zuschauer, auch bei uns im Sender. Auch das Team im Studio, die haben sich immer gefreut, wenn ich moderiert habe, die Kameraaufnahmeleitung, wir hatten ja 3, 4 Kameraleute, Kabelträger, Aufnahmeleitung, der Mike. Ich habe vor 2 Wochen den Mike angerufen, live in der Sendung. Mhm. Und die haben das gefeiert, die fanden das witzig, wenn der Schradin da war. Ja, also wie gesagt, ich will jetzt nicht schlecht über dich reden, aber du warst damals sehr gut, sehr unterhaltsam. Ja, du hast auch gelacht öfters. Jetzt fragt der Chat gerade. Wer ist lustiger und besser gewesen? Dirk Löbling oder Max Schradin? Wer ist denn Dirk Löbling? Ja, du. Ich war besser? Absolut. Aber Dirk Löbling war auch gut. Nett. Dirk Löbling war auch gut, aber du warst halt einfach sehr lustig. Ja, brutal, ne? Warum sagst du war lustig? Bist immer noch lustig? Ja. Ja. Nee, aber, also wie gesagt, die Shows mit dir waren mega Knaller. Ja. Auch Sat.1, ne? Sat.1, 0 Uhr. Manchmal sind wir um 23.15 Uhr auf Sat.1 draufgegangen. Ja. Das brennende Geldband. Auf einmal ist das Geldband so ganz schnell gelaufen. Ich konnte es nicht mehr stoppen. Weißt du, da ist die ganze Kohle da. Wir hatten keine Chance mehr, die Kohle zu stoppen. Alles in die Wanne reingelaufen. Absolut, absolut. Also wie gesagt, ich möchte nicht irgendwie schleimen oder sowas. Du warst sensationell gut. Ich war sensationell gut. Habt ihr gehört, Chat? Ja. Und das vom obersten Chef, vom einem der obersten Chefs von Neun Live damals. Hier, Martin. Ja, nee, du warst extrem lustig, extrem gut. Die Leute haben gern bei dir angerufen. Nicht wahr. Du sagst immer wahr. Ich war sehr lustig, sagst du. Ja, ist auch vorbei so ein bisschen, oder? Nee. Nee, es ist nicht vorbei. Nee. Wir sind noch nicht vorbei. Also ich finde, du bist jetzt hier auf Switch auch sehr lustig und so alles. Ja. Aber wir reden ja immer nur live und das ist die Vergangenheit. Ja. Und da warst du sehr, sehr lustig. Ja. Und sehr, sehr gut. Ich habe bei ProSieben angerufen und wollte das Logo haben und die Rechte vom Logo von 9 Live.
Okay. Weißt du, was sie gesagt haben? Bitte? Weißt du, was sie gesagt haben? Das kann ich jetzt nicht entscheiden, da muss ich die Geschäftsführung von ProSiebenSat.1 fragen. Beim Marketing haben gesagt, ja, dann sollt ihr mich bitte zurückrufen. Der Geschäftsführer Dr. Hier Blabla soll mich zurückrufen. Und dann haben die mich 2 Tage später zurückgerufen und haben gesagt, sie hätten mit der Geschäftsführung gesprochen, dass der Herr Schradin von damals von 9 Live angerufen hat. Er möchte gerne das Logo von ProSiebenSat.1 kaufen. Und hat er gesagt, das kann er, das geht nicht, weil vielleicht brauchen sie es noch. Okay. Was soll das denn für eine Aussage? Was ist denn das für eine Aussage? Ja, keine Ahnung. Der wollte es mir aber nicht geben. Was brauchen die denn das noch? Wo denn? Mit was denn? Ja, vielleicht gibt es ja nochmal einen neuen Live 2.0 oder sowas. Ja. Stell dir vor, 9 Live würde zurückkommen mit kostenfreier Rufnummer, über Sponsoring. Weißt du, dass das einfach Dauerwerbesendung ist mit Sponsoring. Alle machen Sponsoring und kriegen Fernsehwerbung und dann knallen wir da Preise raus für kostenfreie Anrufe. Was glaubst du, was da los ist? Ja, das wäre nice. Der Chat schreibt, das wäre so geil. Würdest du mitmachen? Ja, klar. Wärst du dabei? Ich vermisse es total irgendwie. Ja. Und ich bin jetzt seit 10 Jahren schon bei einem anderen Sender. Ja, war eine super Zeit auf jeden Fall. Das war, wie gesagt, du warst schon echt nicht der Schlechteste. Ja, ja, klar. Ich war natürlich schon mit der Witzigste von allen, gell? Also wenn du das so siehst, ja, aber definitiv. Ja, aber was soll ich denn lügen jetzt? Was soll ich lügen? Ich erzähl noch eine Story. Warte ganz kurz. Das muss erst durch die Spielekontrolle. Nee, pass auf, da brauchst du keine Angst haben. Ja, wir hatten irgendwann mal Nachmittagssendung und dann bist du halt total krass abgegangen und dann bist du irgendwie auf den Tisch gestanden oder auf den Stuhl oder sonst irgendwas. Ja. Und hast die Leute animiert anzurufen. Ja. Und das war mein Job. Irgendjemand von der Geschäftsführung angerufen und hat gesagt, der muss runter von dem Stuhl. Der muss runter von dem Stuhl. Wenn der runterfällt und stirbt, dann müssen wir ganze Kohle zahlen. Blablabla. Ach so, weil ich mich verletzen könnte. Weil du dich verletzen könntest. Ja, ja. Und dann habe ich ihm gesagt, hey, ja. Hey, das ist der Max, der fällt nicht runter. Ja. Ja. Aber das war auf jeden Fall so, wo die Geschäftsführung schon gesagt hat, ey, Alter, der dreht durch. Ja, der dreht durch. Aber ich habe ja auch auf den, weißt du noch, wo ich auf dem Porsche, auf das Dach gestiegen bin und so gehüpft bin, auf dem Porsche-Dach, und dann war eine Delle drin und dann kam Silvester hat einen Schadensbericht, wollte einen Schadensbericht aufnehmen und hat mich nach meiner Versicherungsnummer gefragt. Da habe ich gesagt, sag mal, spinnst du? und habe gesagt, ich kann nichts dafür, das muss ProSiebenSat.1 zahlen hier. So. Und dann haben die Delle da wieder rausgedrückt, weiß ich noch wie heute. Es gab gerade einen Vorschlag aus dem Chat von den Zuschauern, ich soll ein Video abspielen, was mit dir zu tun hat. Es handelt sich um die Koffershow, die ja auch legendär war. Wir haben in den Koffern, diesen silbernen Koffern, es gab auch diese Schruppelkoffer, weißt du noch, diese Schruppelkoffer mit so Ledertaschen und alten Trolley-Koffern und so. Und dann gab es eben dieses, ich weiß nicht, ob du das Bild siehst. Und das ist auch mit dir gewesen. Und wir hören mal ganz kurz rein. Du hast ja auch Ton bei dir, gell? Ja, klar. Wir hören kurz rein. Scheiß Musik. Geht's noch? Das Licht ist super. Weißt du, wer da gerade gelacht hat? Weißt du, wer das war, dieses Lachen? Nee. Das war die Producerin. Die, nicht Mareike, wie hieß sie denn? Die mit der anderen immer so zusammen war. Wie hieß sie denn? Melli? Nee, die andere. Die Blonde. Mareike? Nein, die Blonde. Die Mareike und die andere haben immer zusammengehongen. Marleen. Marleen, kennst du noch Marleen? Okay. Ja, das war Marleen gerade. Jetzt pass auf. Und das war Planet und du hast die Sendung gefahren. Jetzt, was für ein geiles Studio wir hatten, gell? Sei ehrlich. Was ein geiles Studio. Ja, absolut, absolut. Das so. Musik ist scheiße. So. Ach, ich glaube, jetzt kommst du dazu, Martin, und tanzt mit mir mit. Das ist auch auf YouTube. Ja, ja, das kann jeder sehen. Kennst du noch die Musik? Ja, klar. Musik aus! So, Kinder. Oh Gott. Erstmal herzlich willkommen zu Planet 9. Wichtig. Wichtig, wir haben die PK-Koffershow. Heute ist mir ein Satz, den habe ich mir gemerkt, und zwar von wie dünn Kollegin ich noch war. Schau mal, wie dünn ich noch war, siehst du? Ja. Hieß,
Die saß nämlich heute bei uns und hat Sendung gehabt. Da rief ein Kind an. Hallo, hier ist der Holger. So, Wochenschau am Mittwoch. Könntest du mich auch mal was sagen? Ja, warte mal ganz kurz. Wochenschau Mittwoch hat wieder einen Euro wie gespendet. Wie bist du zum Moderator gekommen, Max? Über welche Wege? Studium? Ja. Ausbildung? Studium und Ausbildung, das ist die Reihenfolge. Wie bin ich zum Moderator gekommen, Martin? Du kannst sagen, ich habe ein Schauspielstudium gemacht, habe dann Casting gemacht und wurde genommen. Jetzt wolltest du was sagen. Genau. Ich wollte auch was sagen, weil die ganzen Leute damals bei diesem Forum, ne? Ja. Die haben eben geschrieben, dass ich so fett wäre. Ich? Na? Ich. Ach so, du. Ja. Das ist aber bodenlos. Das sagt man nicht. Das ist bodenlos und ich muss jetzt mal sagen, dass sie das auch mal hören. Ja. Ich wiege jetzt so viel wenig wie damals 98. Wirklich? Hast du abgenommen möchte so viel? Möchte ich mal sagen, ja. Ja, das finde ich sehr, sehr gut, dass du einfach hier auch mal klar Stellung beziehst, dass du jetzt so viel wiegst wie 1998. Das sind Informationen, die haben immer geschrieben, der Moppelchen, der Wuchtelmoppelchen oder so ein Scheiß, ja. Also was soll das denn? Das ist ja, da distanzieren wir uns. Wir haben jetzt über 2.500 Zuschauer und wir distanzieren uns natürlich davon, ja? Natürlich. Und jetzt habe ich nicht Geburtsgewicht, aber halt mein 98 ja. Gewicht, ja. Also Geburtsgewicht möchte hast du. Möchte ich nochmal sagen. Finde ich sehr, sehr gut. Wir hören nochmal ganz kurz ins Video rein, weil gleich kommst du ins Bild. 6.5.2011, das war kurz vor Ende, du erinnerst dich. 6.5.2011, kurz vorm Ende. Und dann schauen wir uns nochmal das Video an, wo du da bist, wo der Typ onaniert hat. Super. Das schauen wir uns gleich an. Pass mal auf, du bist noch keine 18 und bis du 18 bist, sind wir nicht mehr da. Hab ich. Marleen, hast du Lachen gehört? Hör mal genau, pass auf, Martin, hör genau hin. Das ist Marleen, die da lacht. Achtung. Zu 18 bist du nicht mehr da. Hab ich mich totgelacht. Aber soll ich mal sagen, es war ja alles ein Fake. Es war ein Pressefake, meine Damen und Herren. Es wird so sein, dass wir, und jetzt hören Sie genau zu, im Juni 4 Wochen Kreativpause haben. Da wird sich noch ein Live zusammensetzen. Neues Design. Ja, da werden Millionen, ist kein Scherz, Millionen nochmal in den Sender gebuttert. Da werden neue Studios entwickelt. Ja. Da kommen nochmal neue Moderatoren. Ja. Ich hab's nochmal versucht, Martin, merkst du? Ich hab's nochmal versucht. Jetzt pass auf. Irgendwann bist du doch... Da kommst du. Achtung, Ruhe. Martin S. kommt jetzt live in die Show. Wir haben über 3.500 Zuschauer, Martin. Halt dich fest, Alter. Martin himself. Ladies and Gentlemen, welcome in our show. Da ist er. Martin, guck dich an. Guck dir das an. Ein Top-Model. Leute. Klasse. Guck mal, wie du tanzt. Geil. Martin, unser Producer. Gerade live am Telefon. Jetzt habe ich dich hier live am Telefon. Stell dir das vor, du. Ist das nicht geil? Ist das nicht. Ja, das ist interaktiv. Das ist interaktiv, Junge. Aber ich muss sagen. Was soll ich? Ja, aber guck mal, du siehst doch attraktiv, Junge. Stark. Soll ich. Morg von Ork hat einen Zehner gespendet. Morg von Ork hat einen Zehner gespendet. Guck doch. Ruhe. Also, geht Achtung, doch. Er liest vor. Ruhe. Er sagt was? Martin, schau dich mal in dem Video an. Zu der Zeit warst du halt ein Mob-Ellchen. Lol, liebe Grüße, Morg vom ORK. Das ist jetzt wieder bodenlos von ihm, ne? Aber ja, 10 Euro Schmerzensgeld, die gebe ich dir. Wenn wir uns nächste Woche treffen, in München, kriegst du die 10 Euro von Morg von Org. Gebe ich dir. Cool. Leite ich weiter. Cool. Aber du musst aufhören, wieder zu rauchen. Ja, lustig. Also, guck mal, jetzt sagst du gerade zu mir, ich soll aufhören zu rauchen. In der Live-Sendung sagst du das. Bist du bescheuert? Du kannst doch nicht... Da haben Millionen Leute zugeguckt. Kannst du nicht sagen, dass ich rauche? Wir hören kurz rein, was das für ein Disput war, weil da habe ich jetzt gesagt wahrscheinlich, ich rauche doch gar nicht. Da hast du gesagt, doch, du rauchst doch. So, bist du nämlich schön. Pass auf, wir hören kurz rein. Ich rauche nicht. Ey, meine Oma schaut so, meine Mutter, halt deinen Mund, ich rauche nicht. Okay. Ich rauche nicht. Ich riech es doch, dass du geraucht hast. Martin, hast du, guck mal, in der Live-Sendung machst du, ich riech doch, dass du geraucht hast. Wieso hast du das gemacht? Ja. Siehst du? Ja. Ja, es ist.
Ja. Nee, es ist krass. Also ich kann mich null dran erinnern. Ernsthaft nicht? Weil ich so besoffen wäre. Ich kann mich eins zu eins daran erinnern. Eins zu eins. Du hast immer die weiße Swatch-Uhr hattest du immer an? Ja. Immer? Weiß ich noch irgendwo rumliegen. Ja, ja klar. Hast du auch noch dieselbe Frisur? Ist auch noch alles dran, was da oben ist? Oder ist jetzt Glatze? Haben wir nee, Glatze? Nee, es ist okay. Oder haben wir oben Licht? Haben wir noch einen Reif hier? Nein, gar nicht. Keine grauen Haare, gar nicht. Krass. Wir hören rein. Stresssituation. Du hast wirklich geraucht? Das ist doch Quatsch. Wahnsinn. Ey Martin, ohne Scheiß, ich rauche nicht. Das habe ich dir gesagt. Das hast du gesagt, aber du lügst. So, genau das. Schon vor 10 Jahren schon. Das hast du gesagt, aber du lügst. In der Live-Show. Da waren wie viel? 200.000 Menschen haben dazugeguckt. 200.000. Und dann sagst du, du lügst. So wie heute, ja, so wie heute am Telefon. Ach, stimmt doch nicht. Ich hab schon mal geraucht, aber nicht viel, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Jetzt pass auf, World Game Play Full HD schreibt, habt ihr Wer wird Millionär geguckt? In der letzten Sendung, da war der ehemalige Non-Live-Moderator Kandidat Lars Hermes. Hast du das gesehen? Mit Günther Jauch? Ja, habe ich gesehen. Warum sagt Lars Hermes, er ist Non-Live-Moderator? Und jetzt sag mal ganz ehrlich, der ist doch gar kein Non-Live-Moderator gewesen. Na gut, er war jetzt nicht klassisch wie du jetzt Moderator bei Non-Live, aber ja. Er hat halt immer mal wieder so nachmittags moderiert. Wirklich? Mhm. Wie oft hat er denn moderiert? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber halt schon ein paar Mal. Ach. Es hat schon gepasst zu sagen, er wäre nur ein Live-Moderator, nicht so wie du jetzt oder so. Aber der war ja doch nie auf der Homepage gelistet als noch ein Live-Moderator. Nee, das nicht. Okay, ich hab schon gedacht. Aber er war trotzdem ab und zu on-air. Er war on-air zu sehen. Und das hat er gut gemacht, ne? Hat er gewonnen? Das 200, geil gemacht, ja. 250.000. Und hat es auch witzig gemacht. Er war auch unterhaltsam. Lustig, ja. Ja. Sehr lustig. Sehr lustig. Er hat das richtig gut gemacht, ja, auf jeden Fall. Definitiv. Ja. Stell dir mal vor, ich wäre da auf dem Stuhl. Ja, gut. Bei 500 Euro hätte ich gesagt, ja, Salim, das war's. Bei wie viel? 500. Bei 500. Hättest du gesagt, das war's. Weil du denkst, ich bin dumm. Weil du denkst, ich bin dumm, ja, aber dumm. Ich bin nicht dumm. Dumm? Ja, ich weiß, dass du nicht dumm bist, aber halt auch nicht so mega. Sei ruhig. Gehört zu den Schlauesten. Ich habe Abitur. Ich war eine der einzigen Moderatoren bei 1, 2, 3, sag ich schon, bei Non-Live, die Abitur hatten. Mhm. Jürgen Milski? Was war da? Gar kein Abschluss. Sind wir uns einig? Weißt du, manche Leute sind einfach bauernschlau. Bauernschlau, ja. Also du sagst aber auch im Klartext, dass Jürgen Milski ein Bauer ist. Hast du jetzt gesagt? Ich sage nicht, dass er ein Bauer ist. Nein, das sage ich nicht. Ich sag, Jürgen Milski ist ein Bauer, sage ich. Nein, das sagst du. Ja. Aber das sage ich nicht. Doch. Der Jürgen Milski ist einfach sehr, der ist ein schlauer Typ. Ja. Auf seine Art und Weise ist er schlau. Auf seine Art und Weise, genau. Aber er hat das, was er erreicht hat, hat er erreicht. Und das ist gut. Mehrfachmillionär, Multimillionär. Jürgen Milski. Ja. Millionen auf dem Konto. Immer. Ja, Millionen. Das ist ein guter Typ. Hast du gerade ausgeatmet? Hast du gerade den Rauch deiner Zigarette ausgeatmet? Ja, der Chat kriegt alles mit hier. Der Chat kriegt alles mit. Also wir hören nochmal ganz kurz rein, was du sagst. Das ist nicht richtig. Ich habe 8 Jahre die Wahrheit gesagt. Und wenn ich gesagt habe, das Spiel war schwer. So. Ich gehe wieder. Also ganz gut. Lass uns doch gemeinsam verschnaufen vielleicht. Ja, ich muss ja gar nicht. Wie? Ich bin fit. Ich muss nicht schnaufen, so wie du. Meine Redaktion sagt gerade, wir müssen anfangen. Wie ist auch? Gibt's noch? Spießerin. Weißt du? Spießerin. Bitte? Wollen wir die Gewinnspielregeln? Wollen wir sie tanzen? Pass auf, du lest sie vor und ich tanze sie. Wollen wir das machen? Pass auf, hier. Jetzt pass auf, Martin. Auf. Anul, das musst du. Und pass auf, ich mach. Du liest jetzt die Gewinnspielregeln vor. Eurythmie, ich mache jetzt von der Eurythmie-Bewegung her, das, was wir im Schauspiel gelernt haben, ich werde versuchen, das zu tanzen. Okay? Wie soll ich es flüssig lesen? Oder? Normal und langsam, dass ich nachkomme. Achtung, Martin, kannst du dich daran nicht erinnern? Martin, kannst du dich nicht erinnern? Nein. Das gibt's doch nicht. Jetzt pass auf. Nein. Jetzt liest du die Gewinnspielregeln vor. Richtig. So. Keine Teilnahme und Gewinnausschüttung unter 18. Anrufkosten 50 Cent aus dem deutschen Festnetz. Mobilkosten höher. Fest. Wir machen ein Netz. Ja, das ist gut. Mitmachregeln unter www.9live.de. Teletext-Tafel 315 fortfolgende. Fort? Ein Anruf garantiert Folge. Nicht. Garantiert Anruf nicht. Sendung. Ey, wie ich da abspaste, gell? Wie der Humbube. Wahnsinn. Wahnsinn.
Deshalb möchte ich es auch jetzt nicht weiterschauen. Weil es mir auch ein bisschen Sorge bereitet. Ja, mir auch. Deshalb beenden wir das jetzt hier. Martin, ich gehe jetzt rein zu Dortmund, RP GTA und spiel RP und Brooke Hawkins macht dort das Quiz-Taxi und stell dir vor, ich werde dort virtuell auch erkannt, tatsächlich, in diesem Spiel. Okay. Bist du noch da? Ja. Ich danke dir, dass du mir beigewohnt hast in dieser Live-Show. Wir sind mittlerweile bei. Ach so, wolltest du das noch weitermachen? Ich habe so viele Stories noch erzählt. Ja, von dir. Was denn noch für Stories? Es gibt ja noch viele, viele, viele Stories, die ich erzählen könnte. Hä? Was denn? Du brauchst gar nicht hier auf Black machen und so. Du brauchst gar nicht auf Black machen. Ich hab wieder drin, warte mal. Also ich könnte jetzt noch viele Stories von dir erzählen. Nee, du hast keine einzige mehr. Was denn? Gar nichts. Das stimmt. Siehste. Also, in diesem Sinne, Martin, danke fürs Dabeisein. Du hast die Show getragen, auch ein bisschen. Wie war das jetzt so für dich? Ja, es war ganz schön, mal wieder mit dir zu sprechen. Und es ist wirklich lange her und die ganze Zeit, ruft den Max, bla bla bla. Genau. War schön, mit dir zu sprechen. Dasselbe. War eine schöne Zeit. Es war eine sehr schöne Zeit und wir haben uns wieder so ein bisschen, sind wir wieder ein bisschen zurück eingetaucht, sage ich jetzt mal, in die Vergangenheit. Genau, aber wenn du Lust hast, ruf mich mal wieder an, weil ich finde es lustig. Wie gesagt, ich habe den letzten Song mal reingetwitcht, aber dann wollte mich der Producer nicht. Okay. Wie, Moment mal, das ist ein Zufallsmechanismus. Ja, genau. Also bei mir ist es tatsächlich ein Zufallsmechanismus. War doch bei 9 Live auch so, war doch Zufallsmechanismus. Ja, genau. Genau. Also ich drücke hier, also es rufen, was weiß ich, heute haben zum Beispiel, ich hatte jetzt in 1,5 Stunden hatte ich 7.500 Anrufe. So. Ja. Und ich habe ein Telefonsystem, da klicke ich dann irgendwann drauf und dann kommt jemand durch. Okay, cool. Willkürlich. Wir werden so eine Martin und Max Story machen, Geschichten von damals. Das wird eine Rubrik werden. Ich werde dann eine Rubrik machen, die Geschichten von damals. Und vielleicht kommst du auch mal live zu mir ins Studio. Und dann werden wir so ein bisschen quatschen. Gab es Unterschiede zwischen Goldleitung, Kupferleitung und Platinleitung, die wir geschaltet haben? Gab es da Unterschiede? Konnte man bei der Platinleitung besser durchkommen als bei der Kupferleitung oder bei der Glasfaser? Wie war das? Nein. Nee, das war einfach nur, sag ich mal, so ein Storytelling außenrum, dass es ein bisschen schön anhört. Genau. Okay. Ich habe ja auch ab und zu... auf jeden Fall. Es war lustig. Rudi? Eine schöne Zeit, viel Spaß morgen. Was wird morgen verkauft? Was haben wir da bei HSE? Weiß ich gerade gar nicht. Nee, ist auch Quatsch. Also, in diesem Sinne, bis die Tage, ich melde mich. Mach das. Tschö, Martin. Viel Spaß an die schönen an die Zuschauer. Und schönen Abend noch. Okay? Danke, tschüss. Bis dann, ciao. So, das war Martin. Der Live-Producer. The Show.